Also ich finde, was mich da natürlich auch so begeistert hat, ist diese Dynamik auch dieses Prozesses dargestellt. Ihr habt auch die Dynamik so dieser Gegenwart dargestellt, weil ja unglaublich viele Dinge passieren. Also ich war ja selber bei manchen Sachen total platt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, bis ich euren Film gesehen habe, dass über den Missbrauch des Gedenkmissbrauchs selbst innerhalb der Rechtsextreme diskutiert und debattiert wird. Das ist eine schöne Doppelung, die mich irgendwie fasziniert, wenn ich da nicht drauf gekommen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass oben in den Nickern tatsächlich da dieser Gedenkstein auch steht, wo sich jedes Jahr rechte Kameraden versammeln und der tatsächlich noch die Aufschrift hat, den Opfern des angloamerikanischen Bombenterrors, der nach 1945, also nach dem Kriegsende, aufgestellt worden ist dort oben. Übrigens gab es, das nur ganz kurz, es gab 2007 eine Anfrage, habe ich jetzt rausgefunden, beim Kulturbürgermeister von der NPD, ein Heimatpfleger aus Nickern, hatte der NPD gesagt, dieser Stein ist in einem schlechten Zustand und ob man da nicht was machen könnte. Der Kulturbürgermeister hat dann gesagt, ja, das besprechen wir mal. Und die Entscheidung war dann aber, nein, man tut nichts, weil so für so richtig hält man diesen Stein nicht. Ich wollte das nur deswegen sagen, weil der ist also im Ortszentrum von Alt-Nickern nicht zu verfehlen. Und falls der ein oder andere auf die Idee kommen sollte, diesen Stein etwas zu verschönern, ist nicht zusätzlich dort oben steht. Aber das ist nicht.